mit den Eurypteriden aufs Neue. Auch wenn dies das Revier der Eurypteriden ist, der deutlich größere Nautilus ist doch im Vorteil. Für die Nautiloiden wird der Ausflug zum Festmahl. Nur die wenigsten Eurypteriden können ihnen entkommen. Letztlich entgehen aber auch die ehemals Mächtigen dem Hunger nicht. Bald intensiviert sich die Apokalypse der Gammastrahlen so, dass alle Arten vom Aussterben bedroht sind. Vom mikroskopisch kleinen Plankton über den riesigen Nautilus bis zum Astraspis, dem Fisch, der unser Vorfahre ist. Wenn sie nicht überleben, kann es dann für irgendeine Art eine Zukunft geben? Woher wissen die Forscher überhaupt, dass es in der entfernten Vergangenheit ein Massenaussterben gab? Die Erde selbst sagt es ihnen. Als Geologen mit dem Sammeln von Fossilien begannen, bemerkten sie, dass manche Versteinerungen nur in bestimmten Gesteinsschichten vorkamen und nicht darüber. Und bei einigen Schichten verschwanden sehr viele Arten. Diese frühen Geologen hatten den ersten Hinweis auf ein Massenaussterben gefunden. Moderne Forscher setzen ihre Arbeit fort. Sie suchen noch heute in Felsformationen überall auf der Welt nach Hinweisen auf jene großen Katastrophen. Die Felswände in den Wüsten der westlichen USA waren einst der Meeresboden des Ordoviziums. Hier finden sich Tausende von versteinerten Tieren. In diesen Felsen ist das gesamte ordovizische Massenaussterben festgehalten. Diese Fossilien sind aufgebrochen. Lange nach ihrem Tod gab es wohl einen Sturm, der sie aufgebrochen hat. Für uns ist das gut, weil man so sehr viele Fossilien sieht. Hier sieht man sehr schöne Hornkorallen. Die kleinen Kreise mit dem Loch sind die Krinoiden. Das waren Tiere, die am Meeresboden lebten und mit den Seesternen verwandt sind. Hier sind Brachiopoden. Sie hatten zwei Schalen, waren aber nicht mit den Muscheln verwandt, sondern eine eigene, sehr wichtige Gruppe im Ordovizium. An Orten wie diesem gehen die modernen Forscher dem Geheimnis der Massenaussterben auf den Grund. Das Massenaussterben, das nach einer umstrittenen Theorie von einer nicht allzu weit entfernten Supernova ausgelöst wurde, war das erste Ereignis dieser Art in der Geschichte der Erde. Die tödlichen Gammastrahlen haben inzwischen eine furchtbare Kettenreaktion ausgelöst. Sie gefährdet alles Leben auf der Erde. 8 Monate nach der Katastrophe hat sich die Erde drastisch verändert. Die zertrümmerten Moleküle der Erdatmosphäre wirbeln um den Globus und bilden ein hochgiftiges Gebräu verschiedener Gase. Einzelne Atome ordnen sich zu Stickstoffdioxid, dem übelriechenden bräunlichen Gas, das wir heute als Smog kennen. Eine dicke Schicht vergifteter Luft blockiert die Hälfte der Sonnenstrahlen. Die Temperatur auf der Erde sinkt auf minus 12 Grad Celsius. In Nordeuropa sind die sinkenden Wassertemperaturen unter anderem für die aufgerollten Nautiloiden schlecht. Die Eier, die sie vor Monaten gelegt haben, entwickeln sich nicht normal. Im deutlich kälteren Wasser sind die Embryonen langsamer gewachsen. Sie werden nun zur leichten Beute für hungrige Bakterien, die den Nautiloid-Nachwuchs kurzerhand vertilgen. Ihre Art ist in Gefahr. Organismen sind ihrem örtlichen Umfeld angepasst. Verändert es sich extrem, sterben sie. Verändert es sich ein bisschen, überleben sie, pflanzen sich aber nicht mehr fort. Die wenigen Nautiloiden, die noch schlüpfen, gelangen in eine lebensfeindliche Welt.
Sie werden den Großteil ihres kurzen Lebens mit der dauernden Suche nach Nahrung verbringen. Trotzdem geht es ihnen im Vergleich zu anderen Arten noch gut. Ihr stabiles Gehäuse erlaubt es ihnen, in tiefere Gewässer vorzudringen. Dort sind die Auswirkungen der globalen Abkühlung weniger spürbar. 10 Jahre sind seit dem Gammastrahlenausbruch vergangen. Im heutigen Südmexiko sind die Veränderungen extrem. Die Wassertemperatur ist an diesem Riff so drastisch gesunken, dass die gesamte Nahrungskette zerstört ist. Ein einstmals artenreicher Lebensraum ist zum verödeten Friedhof geworden. Als die Temperaturen sanken, zogen alle Tiere weg, die dazu in der Lage waren. Doch viele Tiere im Ordovizium saßen fest. Die Korallen, die Brachiopoden, die Schwämme konnten nicht umziehen. Sie mussten durchhalten. Und als es immer schlimmer wurde, war das ihr Ende. Calciumcarbonat. Daraus bestehen die Schalen vieler Tiere, die ein Riff bilden. Calciumcarbonat lässt sich in kaltem Wasser aber nur schwer absondern. Vor allem, weil diese Organismen in der Kälte nicht so viel Calciumcarbonat erzeugen konnten, sind die Riffs abgestorben. Und es gibt noch eine furchtbare Folge der globalen Abkühlung. Tödliche, unvorhersehbare Wetterkapriolen. Das Klima der Erde war bis hierhin immer stabil. Doch das ist nun vorbei. Zum ersten Mal in Millionen Jahren kommt es zu großen Temperaturunterschieden. Sie lassen wiederum Meeresströmungen entstehen, die ihrerseits Stürme und Unwetter hervorrufen. Eine unendliche Folge gewaltiger Wirbelstürme fegt über den Globus. Die geschwächten Riffbewohner werden gegen die Felsen geschleudert. Wer noch ein bisschen Kraft hat, sucht Schutz in der Tiefe, wo die Gewässer ruhiger sind. Eine mögliche Zuflucht war die Tiefsee. Daher rührt wohl der Instinkt, dass die Tiefe sicher ist. Man konnte ganze Nautilus-Herden sehen, die jetzt in die tieferen Gewässer abtauchten. Doch dieses Abtauchen in die Sicherheit birgt ganz eigene Gefahren. Der Wasserdruck ist zu groß für ihre langen, geraden Gehäuse. Der gefürchtetste Räuber des Planeten wird nun zum Opfer seiner selbst. Ihre Verwandten, die gewundenen Nautiloiden, haben Gehäuse, die dem Wasserdruck besser standhalten. Sie können die Stürme in der ruhigeren Tiefe aussitzen. Das ganze Jahr über fegen nun Stürme über die Erde. Die Zukunft sieht düster aus. An allen Küsten werden Tierleichen angespült. Weil es an Land keine Aasfresser gibt, stapeln sich ihre Reste bald zu Tausenden, wie die Opfer eines Krieges. 500 Jahre nach den tödlichen Gammastrahlen ist ein Drittel aller Tierarten verschwunden. Und auch für jene, die noch überleben, gibt es wenig Hoffnung. Alles Leben auf dem blauen Planeten steht kurz vor seinem Ende. ...150.000 Jahre nach dem Eindringen der Gammastrahlen in die Erdatmosphäre ist das Leben auf der Erde weiter in Gefahr. Die Vertreter der wenigen Arten, die es noch gibt, haben ständig Hunger. Selbst der Nautilus, der gefürchtete Räuber, der Killer des Ordoviziums, ist jetzt geschwächt und zum Aasfresser geworden.